Hallo, liebe Freunde, in diesem Video lernen wir weiter die Familie Al-A'ila. Und wir lernen in diesem Video der Schwiegervater und heißt Al-Hamam. Mein Schwiegervater, Hamaya. Hier ist das Wort schon wieder eine Ausnahme. Ne? Hamaya. Das heißt, du hängst nicht so hier einfach die Possessivendung an, sondern du hast hier ein anderes Wort. Hamaya. Wenn hier oder wenn es hier eine Ausnahme gibt, musst du hier das Wort auswendig lernen. Ne? Dann Hamaya. Schwiegermutter heißt Hamay. Hier ist die Einzelform. Aber diese Einzelform verwenden wir selten. Wir nutzen am meisten die Mehrzahlform. Und die Mehrzahlform ist Hamawat. Hamawat. Meine Schwiegermutter, wenn du meine Schwiegermutter sagst, verwendest du die Einzelform. Dann sagst du Hamati. Meine Schwiegermutter, Hamati. Schwager ist mal Bruder des Ehemannes. Achu el-Goz. Achu ist Bruder hier, nicht Ach, ne? Manchmal sagen wir Ach und manchmal Achu, aber hier dann sagen wir Achulgoz, Bruder des Ehemannes. Achulgoz, ne? Mein Schwager Achugozi. Du hängst hier die Possessivendung bei dem zweiten Wort an. Du sagst Achugozi. Bruder der Ehefrau Achu Zoga. Mein Schwager hier, Achumrati. Warum habe ich hier ein neues Wort verwendet und hier habe ich nicht die Possessivendung bei dem Wort Soga angehängt? Hier geht es um einen Dialekt. Es gibt manchmal keine bestimmten Regeln, ja? Es ist hier kein Hocharabisch, das am meisten so 1 plus 1 ist 2, ne? Das ist hier geht um die Sprache, die die Leute auf der Straße reden, ne? Und es gibt ab und zu oder es gibt so Unterschiede und die Leute auch verwenden die Sprachen anders. Und wir sagen in diesem Fall Achumrati, ne? Dann nutzen wir dann anderes Wort. Ne? Das ist ja in Ordnung, in diesem Fall musst du nur die Sachen auswendig lernen. Ne? Manche Leute sagen Achul Madame und heißt hier mein Schwager, ne? Dann hier in Madame haben hier bei dem Wort keine Possessivendung angehängt, das ist ja okay. Und du sagst du einfach Achul Madame, das geht auch. Natürlich ein Madame oder in Madame ist kein arabisches Wort, ne? Aber die Leute nutzen ganz normal, ne? Schwager als Ehemann, Ehemann der Schwester, ne? Goz el Ocht. Mein Schwager, dann Goz Ochti. Goz Ochti. Du hängst die Possessivendung bei dem Wort Ocht an. Schwägerin als Schwester des Ehemannes. Ocht el Goz. Ocht Gozi, dann meine Schwägerin. Und hier hänge ich die Possessivendung bei dem Wort Goz an. Ocht Gozi. Schwester der Ehefrau, Ocht el Madem. Na, Ocht el Madem. Und meine Schwägerin, dann Ocht Marati. Na, habe ich hier was anderes verwendet, aber wie ich dir gesagt habe, am besten, wenn du solche Sachen auswendig lernst. Ehefrau des Bruders, Marat el Ach. Meine Mrat Achuya. Und hier habe ich nur das Wort Achuya als so mein oder mit der Possessivendung verwendet. Aber wir haben mal gelernt, das Wort Ach ist unregelmäßig. Dann sagst du hier Achuya. Mrat Achuya. Schok.
Shukran, Ma'a Salam.